Hallo und willkommen zur spannenden Gerichtsshow der Welt, zur spannendsten Gerichtsshow der Welt, würde ich beinahe sagen. In Fahrenheit werden wir gerade eben knallhart von Inspektor Tyler Miles verhört und müssen natürlich gucken, dass uns die Käfer nicht plötzlich in den Rücken oder in die Po-Ritze krabbeln. Und wir werden jetzt aber mal schauen, was da so noch passiert. Vielleicht müssen wir sogar kämpfen oder aus dem Fenster springen oder alles zusammen. Geht's wieder? Ja, danke. Ich habe keine Fragen mehr und will Sie nicht länger aufhalten. Das ist ja langweilig. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Kane. Da hat ja der Cliffhanger im letzten Part gar nichts gebracht, weil jetzt habe ich eure Erwartungen enttäuscht. Hoffentlich passiert es noch irgendwas Spannendes. Ja, gucken wir mal, was Tyler Miles so macht. In seiner Wohnung mit seiner Freundin. Vielleicht ein bisschen Liebe. Hallo, keiner da? Namore. Tyler? Du bist heute aber früh dran. Sei so nett und heiz den Ofen vor. Und hol den Champagner aus dem Kühlschrank und schenk schon ein. Heiz den Ofen vor? Okay. Ja, das klingt ja ganz positiv hier, wie wir herangehen. Moment, wo ist denn eigentlich unser Ofen? Was ist denn hier eigentlich der Ofen? Hier, wir heizen den Kühlschrank vor. Das passt auch. Also nehmen wir uns erstmal den Sekt vor. Das kann ich, glaube ich, ein bisschen besser. Moment, hier, Sekt. Hallo? Haben wir hier irgendwo Sekt drin? Da unten im Ofen? Oder? Achso, ja, den Ofen soll ich vorheizen. Lecker Pizza. Jetzt habe ich auch einen auf Pizza. Ich glaube, ich mache mir gerade nochmal eine. Muss ich mal gucken, was wir so im Gefrier-Kühltuch-Fachdingens da bummens haben. Ich finde auch, die Wohnung ist sehr stylisch eingerichtet. Darf ich da... Nein, ich gehe da jetzt nicht rein. Ich störe doch die gute Frau nicht bei ihrer... Ja, bei ihrer Arbeit. Oder was auch immer sie da macht. Sich hübsch machen oder sowas. Da schaut man der Frau doch nicht nebenher auf den Poppes. Da macht man schön seine Arbeit, schenkt ein bisschen Sekt ein. Lächelt dabei vielleicht auch ein bisschen freundlicher, sieht so emotionslos aus, der Tyler hier. Und jetzt kommt sie da in einem... Ulalala. Hallo, Inspektor Miles. Weißt du, welcher Tag heute ist? Tja, Weihnachten ist vorbei, vielleicht Nationalfeiertag. Nee, das ist im Sommer. Nee, ich passe. Tyler... Okay, Baby. Vor genau 2 Jahren habe ich die Frau meiner Träume kennengelernt. Deine Mutter. Sorry, da musste sein, einfach nur, weil er hat reingepasst, ne? Ich weiß, er war schlecht, aber schlechte Witze müssen auch mal sein. Nur gute geht ja nicht, weil wenn wir... Ja, ihr versteht ja, ne? Ohne schlecht gibt's keine gute Diskussion, gibt's ja überall, also... Schauen wir uns hier über die tolle Szene an. Mann, fahren halt die letzten Parts werden, es wird immer erotischer. Kannst du Musik anmachen? Ich hab Lust zu tanzen. Okay, schön. Ja, apropos Erotik, es gibt noch mehr Erotik in Fahrenheit und ein Part werde ich auch wieder zensieren müssen mit einem Feuerwerk oder einem Wasserfall, je nachdem. Aber hier soll, glaube ich, nicht allzu Schlimmes passieren. Jetzt wird erstmal ganz human getanzt. Die Duschszene habe ich auch nicht zensiert, einfach mal, damit ihr lustmäulig mal auf eure Kosten kommt. Hallöchen. So, dann zeigt man uns jetzt so drauf. Ach, stimmt, wir dürfen sogar wieder per Quicktime-Event tanzen. Ich kann sogar auch RL ein bisschen tanzen, also sieht so aus wie Walzer oder keine Ahnung, Stehblues, irgendwas in die Richtung tanzen die gerade. Wahrscheinlich komplett Freestyle, man sieht ja nicht mal die Füße, also von dem her kann ich das gar nicht beurteilen. Aber so rein haltungstechnisch ist es Stehblues. Und das da hinten ist Popo Blues, was der gerade macht. Oh yeah. Ja, ist Stehblues. Ist schon richtig. Kein Walzer, weil Walzer hätten die ein bisschen mehr Haltung. Was erzähle ich denn hier für dumme Scheiße, Mann? Aber ist ja süß, wie sie hier so in der Tür tanzen. Sie hat sich komplett hingerichtet und er da in seinem blauen Camouflage-Pulli. Als wäre er irgendwie in der Antarktis bei der Army. Auch kein schlechter Style, muss ich zugeben. Vielleicht kann man den ja irgendwo kaufen, so im Fahrenheit-Fanshop. Blauer Camouflage-Pulli. Und für die Frauen gibt es dann dieses tolle Kleid hier. Und den Kurzhaarschnitt. Und die Wohnung gibt's auch. Was erzähl ich hier eigentlich? Aber es wäre mal eine Idee, ne? Ja gut, das soll man auch so erzählen, während die sich hier so... Jetzt wurde wohl genug getanzt. Jetzt wird im Bett ein bisschen getanzt, so wie es aussieht. Ja, ich liefere euch doch hier wirklich alles mit Fahrenheit. Action, Erotik, Emotionen, Spannung und auch noch sinnlose und niveaulose Kommentare von meiner Seite aus. Besser geht's doch gar nicht. Ja, da hat man jetzt unglaublich viel gesehen, muss ich zugeben. Tyler hatte mir den Besuch bei Naser und Jones bis ins Kleinste geschildert. Und vor allem das seltsame Verhalten eines der Angestellten, einem gewissen Lucas Kane. Nun hatte ich alle Teile des Puzzles. Ich musste sie nur noch zusammenfügen, um den Mörder ausfindig zu machen.
Auf meinem Tisch lagen alle Indizien von Naser und Jones und auf Tylers Tisch die vom Restaurant. Der Name des Mörders musste hier irgendwo zu finden sein. Ja, du hast ihn gerade eben schon ausgesprochen, du alte Jungfer. Alte Jungfer sage ich einfach mal, weil sie hier allein drin sitzt und nichts macht. Also jetzt dürfen wir, glaube ich, ein bisschen rätseln. Und wie vor jedem Rätsel trinken wir erstmal ein Schlückchen Wasser aus diesen Miniaturgläsern, die auch glatt aus dem Playmobil-Land stammen könnten. Gluck, 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 gluck. Ah, ist das lecker. So, hier haben wir kurz was beschnitten. Und es geht gleich weiter. Wir wollten hier immer noch dieses unglaublich tolle Rätsel lösen. Komm mal an dein Handy, na. Ja, dann nimm mal ab hier, mal gucken, wer da dran ist. Hallo, Mama. Inspektor Valenti. Hallo, ich bin's, Garrett. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dir gerade die Testergebnisse von den Abdrücken auf dem Stift geschickt habe. Dürften schon in deiner Mailbox sein. Super. Danke, Garrett. Ich guck sofort rein. Geil. Das Taxiunternehmen müsste dir die Liste der Fahrziele geschickt haben, die in der Mordnacht von der Straße des Lokals aus angefahren wurden. Dürfte bei dir im Fax liegen. Danke. Tschüss, Garrett. Tschüss, Carla. Mein Headset macht komische Geräusche, wenn ich mich bewege. Also bleibe ich jetzt einfach starr auf meinem Stuhl sitzen und schaue mir erstmal hier diese Fingerabdrücke auf diesem wunderschönen Füllerstift, whatever, an. Ja, tipp einfach erstmal irgendwas ein. Sieht halt cool aus, ne? Tipp, tipp, tipp. Ansehen. Lucas Kanes Fingerabdrücke. Sich merken. Also jetzt müssen wir wirklich Kombinationsarbeit liefern. Moment, schauen wir uns das mal das hier noch an. Oder hier, naja, ach ja, Fingerabdruckvergleich hier. Und dann erst können wir rausfinden, wer der Mörder ist. Also jetzt geht's richtig hier in Adventure-Richtung. Verbindung. Eins ist sicher. Die Abdrücke vom Restaurant und die vom Stift gehören derselben Person. Bam, bam, bam. Damit hätte ich den ersten Beweis. Um sicherzugehen, dass Kane unser Mann ist, brauche ich aber noch einen. Ja, das war jetzt aber hier wirklich schwierig, die Fingerabdrücke zu vergleichen. Ja, da ist ja ein richtiger Schlaufuchs, die Carla. Kolumna. Wenn sie mal nicht für ihre Kolumnenblättchen schreibt. Was war das jetzt? Verdammt, ich habe mir irgendwas gemerkt und weiß gar nicht, was es ist. Ist ein bisschen dämlich. Verbindung. Diese Adresse kommt mir bekannt vor. Ja klar, in der Mordnacht brachte ein Taxi einen Fahrgast zu Kanes Wohnung. Jetzt besteht kein Zweifel mehr. Lucas Kane ist der Mörder. Das muss ich sofort Tyler mitteilen. Herein? Hey Carla. Ich sah noch Licht und dachte mir, ich sag mal kurz Hallo. Ja, nett von nicht? Ihnen, Martin. Abends ist es ruhiger. Da kann ich besser nachdenken. Carla, ich hab da was auf dem Herzen. Ich liebe dich. Mann, ich verarsch das Spiel heute aber echt extrem. Naja, lass ich mal die Sequenz jetzt wirklich möglichst unkommentiert. Schon seit einer Weile. Ich hab den Mörder vom Restaurant wieder gesehen. Er hat im Central Park ein Kind gerettet, das ohne ihn ertrunken wäre. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Hört sich blöd an, aber ich konnte ihn danach einfach nicht festnehmen. Ich glaubte, wir seien ihm was schuldig. Tut mir echt leid. Lassen Sie es gut sein, Martin. Ich hätte vielleicht genauso gehandelt. Ich bin auch noch eine Weile beschäftigt. Muss Berichte tippen. Kommen Sie rüber, wenn Sie Gesellschaft brauchen. Dann bis später. Das war das jetzt bitte hier für eine hinterrücksschmierige Einladung. Gesellschaft. Oh ja, nee, erstmal anrufen. Telefon, Telefon, Telefon. Komm mal an dein Handy. Na, ich bring den Handywitz zu oft, ich weiß, aber ich find ihn gerade voll lustig und so. Oh. Wie oft stört Carla eigentlich die beiden beim Techtelmechtel? Lass einfach klingeln, Schatz. Okay, mies, sehr mies synchronisiert, ganz, ganz mies. Aber ist ja auch egal, weil ich hier gerade eben schon wieder kurz schneiden musste. Tut mir ja leid, aber ist ja für euch kein Unterschied, weil ihr seht immer nur das Menü. Doch, ich muss aufstehen, tut mir leid. Tut mir leid, Baby. Ich muss rangehen. Könnte wichtig sein. Tyler, nein! Oh nein! Altes Telefon mit neuem Haus. Hallo? Wir haben ihn, Tyler. Ich komme sofort. Der ist aber auch alles stehen und liegen für seinen Job. Tyler, ich warne dich. Wenn du jetzt gehst, werde ich dir das nie verzeihen. Dauert nicht lang, Baby.
trink schon mal einen Schluck Shampoos und dann bin ich sofort wieder da. Wie tut mir leid, Sam, aber das ist echt wichtig. Und was ist mit mir? Bin ich nicht wichtig? Tyler! Okay, das ist ziemlich heftig drauf. Allerdings werden wir dieses Kapitel, wo es erneut in Agathas Haus geht, zum zweiten Mal jetzt zu der alten Dame beim nächsten Mal spielen. Bis dann, tschüss. Ach, das klang so motiviert. Bis dann, tschüldö.